Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen versucht, wieder unsere Base so ein bisschen aufzubauen. Mir scheint es, wir haben keine Universität. Doch, aber weniger wie sonst. Wo sind die jetzt alle hin? Wo hackeln die alle gerade? Wollen wir das machen? Nee, aktuell ist es wurscht. Die Macht der drei. All the cubes across the colony started emitting light pulses. Sending a wave of panic across the colony. Innerhalb einer Stunde haben alle Würfel in der Kolonie damit begonnen, Puls auszustrahlen. Sogar die Experten in der Einsatzleitung machen sich Sorgen. Der Photovoltaik-Effekt, den wir beobachten konnten, ist jetzt komplett verschwunden. Zu allem Übel haben zahlreiche Fehler in der Befehlssoftware der Drohnen dafür gesorgt, dass unsere Techniker mussten, um überall entstandene Feuer zu löschen. Wie es scheint, stören die Impulse der Würfel die Verbindung mit den Drohnen. Die eintreffenden Berichte zeigen deutlich, dass die Lichtimpulse immer stärker werden. Es ist vielleicht eine Art Countdown. Countdown. Würfel-Countdown. Können wir den bitte abbauen, zerstören? Gucken wir mal, ob in der Base irgendwo noch so ein blöder Würfel rumhängt. Da hängt noch ein Würfel rum. Mitten in der Base. Das ist nicht gut. Den haben wir ausgerottet, glaube ich, ne? Großteil haben wir vernichtet, ja. Wo ist denn der Kommandant? Ferngesteuerter Kommandeur, der ist wieder zurück, okay. Okidoki. Dann schauen wir eigentlich ganz in Ordnung. Warte mal, hier. Die oben stehen. Ganz beschissen. Wollt ihr ausrotten, bitte? Dankeschön. Das sieht man aktuell. Also, schauen wir mal. Ich habe aktuell 55 freie Wohnungen und 160 verfügbare Jobs. Ich sollte vielleicht ein paar Wohneinheiten bauen hier erstmal. So, wo haben wir es denn? Wohneinheiten. Hier kommt jetzt noch ein Apartment hin. Ich muss wieder auf die hohe Geschwindigkeit setzen. Schauen wir mal, was in diesen angeblich 44 Stunden dann passiert. Was ich auch gesehen hatte, wir hatten angeblich neue Forschungspunkte. Bedeutet, wir haben hier unseren Erkunder. Und der ist hier oben schon beschäftigt, der arbeitet schon. Wo sind denn noch neue Punkte? Nur hier unten eigentlich. Research complete. Ah, das ist auch gut. Null Vektoren, Raumdaten verarbeitet. Jetzt hier rüber. Ah ne, da kam er gar nicht hin, ne? Da war was, da kam er gar nicht hin. So. Bauten wir kurz das Gebäude auf, dann haben wir noch ein bisschen freie Wohnungen mehr. Fun Fact, viele unterwegs. Hier arbeiten auch viele in der Maschinenteilefabrik. Expedition aussenden. Vielleicht sollte ich eine Passagierrakete erstmal anfordern. Starten. Ich habe keine Raketen mehr am Boden. Ist doch bescheuert. Eine geheimnisvolle entschieden. Wir werden auf dem Mars sehr streng kontrolliert. Oh fuck, die haben uns doch einen Nachteil gebracht. Das gibt's doch gar nicht. Das hat uns doch Nachteile gebracht. Oh.
alles raus, was ich gerade nicht brauche. Das Handelsangebot brauche ich auch gerade nicht. Wir brauchen jetzt dann erstmal die Bewohner wieder. Der 6 wurde gescannt, oder war schon? Die Macht der 3 von Mäusen zu Menschen. Von entschlossenen Handlungen machen, rufen sofort die Zerstörung aller Würfel auf. Andere immer wieder drauf bestehen. Jetzt blinkt das Zeug, was wir da haben, auch schon. Das ist nicht gut. Wir versuchen auf jeden Fall alle Würfel um unsere Festung herum und unsere Base herum nicht bestehen zu lassen. Damit sollten wir... Oh no, unsere Wasserversorgung ist im... das ist nicht gut. Dann schlachtet die Dinge mal bitte aus. Unser Wasser ist jetzt leer. Zerstören wir erstmal die ganzen Kabelverbindungen, die wir jetzt hier hatten. Das ist jetzt natürlich blöder Zeitpunkt. Aber sie sind ja zum Glück nicht so weit weg. So. Bräuchte einen Drohnenhub am besten. Baut man dann hin, bitte. 18 neue Kolonisten. Perfekt. Das nehmen wir mal an. Das ist ein schönes Angebot. Wie lange hält das Wasser? Für 3 Sols. Und dann schicken wir dich jetzt auf die Expedition hier. Forschungsfortschritt, Expedition aussenden. Schicken. Muss nur noch schnell voll betankt werden, dann ist alles gut. Habt ihr mal den Tank bald voll? Die Macht der 3 der... Wow, beginnt. Wir führen einen scheinbar aussichtlosen Kampf gegen den Einfluss der Würfel auf unsere Drohnen. Zwischen ihren abnormalen Befehlszyklen haben die Drohnen damit begonnen, Würfel an einem bestimmten Ort zu bringen, an dem sie eine eigene Struktur bauen. Die Überprüfung der Soft- und Hardware hat keinen Hinweis auf Neuprogrammierung angezeigt. Alle Versuche, Informationen über den Zweck der Operation zu beschaffen, sind fehlgeschlafen. Die Einsatzleitung rät, den Personal auf das Unbekannte vorbereitet zu sein. Effekt, einige Drohnen bauen ein geheimnisvolles Gebäude aus den Würfeln. Mitten bei uns? Anomalie bitte mal scannen. Die Macht der 3, ein Mysterium zukünftige. Wir können die Würfel nicht ignorieren. Sehr unverantwortlich, mit dieser Situation falsch umzugehen. Und die öffentliche Meinung über diese Angelegenheiten in eine andere Richtung zu beeinflussen. Bei dem aktuellen Stand der Dinge fehlt uns es an genügend Daten, um den Zweck der Würfel einzuschätzen. Es könnte Jahre, wenn nicht sogar wissenschaftliche Forschung vonnöten sein, bis wir zu einem Ergebnis kommen. Bis es soweit ist, versuchen wir die unberechenbare Vermehrung der Würfel, die unsere Ressourcen und Kolonisationsoperationen behindern, einzudämmen, indem wir sie beispielsweise einlagern. Ja, und gleichzeitig fangen die jetzt an, damit zu bauen. Das ist ungut. 400 brauchen sie davon. Holy shit. Und das Problem ist, ich habe ja nicht gelagert, oder? Die werden wahrscheinlich das nutzen, oder?
Research complete. Anomaly analyzed. Intelligentes Haus haben wir jetzt erforscht, das ist gut. So. Forschung. Das intelligente Haus wurde erforscht. Windrad-Upgrade. Was haben wir da? Schwerelöse Medizin, martianische Anpassungsfähigkeit. Machen wir mal hier so. Ah, das ist doch jetzt gerade nicht so gemütlich. The latest research confirms that the cubes seem to be interfacing with each other. Almost like they're forming some kind of device. Gewinnt jedoch Kultur. Für noch. Holy shit, die bauen aber auch verdammt flott. Und wo kriegen die Ressourcen her? Ist ungut. Der Würfelkonton ist doch eh schon vorbei. Ach, die spawnen einfach immer wieder da und dann. Oh, Gottes Willen. Colonists are departing. Ein paar Kolonisten haben schon keinen Bock mehr drauf. So, wir müssen uns jetzt ums Wasser vor allem kümmern. Jetzt müssen wir hier eine Stromleitung neu legen. Okay, dann nicht die bestehende Stromleitung verwenden. So, du kannst auch noch mal ein kleines Universallager. Und gleichzeitig hätte ich gerne, dass ihr mich Drohnen-Hub hier anschließt. Akzeptieren wir noch ein bisschen Nahrung, ist gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt ist doch meine Ressourcen, die ich hier hatte. Ja, aber wir können auch gespannt sein, was da eigentlich passiert jetzt. Wir benutzen die eh aktuell nicht. Also schauen wir doch mal, was dieser das Mega-Denkmal da wird. Resources are low. Wenig Eisen? Hm. Okay. Und noch 81 freie Wohnplätze, das gibt es doch gar nicht. Auf Expedition schicken, wir haben hier noch eine. Expedition aussenden. Let's do this. Let's do this. So, die bauen jetzt den vorgeschobenen Drohnen-Hub hier. Dann haben wir Anschluss an die zwei Wasserpunkte hier auf jeden Fall schon mal. Kriegt gleich von mir hier so ein Universallager noch hingeschoben. Anscheinend, die fangen schon an. Dann müssen wir eh noch. Wo ist es denn? Die Rohre verlegen. Zurückführen. Sektor scanned. Neue Anomalie gefunden. Die interessiert doch meinen Typ ganz gut. Das ist die Planetenanomalie haben wir jetzt erforscht. Okay. Wir sind hier doch relativ weit vorne, was da ganz ansteht. Hier ist noch unten eine. Die Punkt Forschungsfortschritt. Das sollten wir dann vielleicht auch mal in Betracht ziehen. Und noch eine Passagierrakete. Wir brauchen unbedingt immer noch mehr Leute. Damit hier was vorangeht. Und gleichzeitig würde ich hier oben gerne. Wo ist es denn? Betonextraktor platzieren.
Und noch ein paar Windräder. So. Jetzt werden wir da oben noch was bauen, auf jeden Fall Energie auch vor Ort ist. Du hast 6 Passagiere bereit zur Landung. Und das sind 12 Passagiere. Dich bereiten wir gleich dann für die Expedition wieder vor. Achso, ich muss die Rakete gleich galt noch nicht als gelandet an. Are departing. So, jetzt soll ich doch bestimmt Tanken schicken. Dann wissen die schon mal Bescheid, dass die jetzt nicht wegfährt. Das Ding ist auch bald fertig. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge, wie das hier fertiggestellt wird. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.